So, liebe Leute, habe die Ehre zusammen und willkommen zurück zu Resident Evil HD Platin. Weiter geht's. Was haben wir denn überhaupt als letztes erledigt? Ich habe jetzt 2 Tage nicht gezockt, ich muss jetzt selber mal reinschauen. Ach ja, ich glaube, die Schlange haben wir besiegt und wir. Ah ja, genau, wir sind jetzt in den Höhlen angekommen. Richtig, richtig. Machen wir mal Headset spackt ein bisschen rum. So, jetzt müsste eigentlich wieder gehen. Passt. So, ich nehme jetzt mal den Granatwerfer mit der Säure mit, weil hier sind auch noch Hunter am Start, unter anderem. Ansonsten glaube ich, brauche ich aktuell nichts. Ne, sieht alles soweit gut aus. Die Medaillen brauchen wir erst später. Genau. Dort hinten geht es noch nicht weiter, aber da brauchen wir die 6-eckige Winde. Also müssen wir durch die Tür. Oben oder unten? Säuregeschosse nehmen wir mit. Ja, der Felsen kommt irgendwann runter. Noch nicht, aber bald. So, hier ist noch unter anderem auch ein Munitionsclip. Den nehmen wir selbstverständlich auch mit. So, und das müsste der Zylinder sein. Den nehmen wir aber jetzt noch nicht mit. Nein, nehmen wir nicht mit. Der kann nämlich hier an Ort und Stelle bleiben, weil wir brauchen noch ein zweites Teil dafür. Da ist die Munition. Ey, da haben wir mehr als genug, ne? 154 Schuss mit der Pistole gerechnet. Also da selbst hier null, null Probleme, ne? So. Ich rüste mir mal aus und Granatenwerfer. Ah, Enrico Marini. Is that voice Enrico's? You're alive. So, der ist erschossen worden, wie viele von euch bereits wissen. Oder wie alle hoffentlich wahrscheinlich wissen. So, der hat aber die 6-eckige Kurbel. Hexagonwinde, genau. So, das müsste hier drin gewesen sein mit den Items. Genau. Aber jetzt kommt der Hunter, soweit ich weiß. Genau so ist es. Geht auch mit der Schrotflinte, klar. Pistole, wuff. Muss ich jetzt nicht unbedingt benutzen. Und der Bereich ist natürlich noch rot, weil wir hier noch diesen Zylinder haben. Normal. Das war ein bisschen zu kurz geballert. So. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden sind hier 2 Hunter. Ups, Moment. Machen wir noch wieder ein bisschen Platz im Inventar. Ja, ich habe es immer noch nicht sortiert. Stehe ich wieder falsch? Naja, ja.
Entschuldigung. Ah. So. Jetzt können wir hier durch. Das ist bei hier diese Halterung, die ist in der Chris-Kampagne wichtig. Brauchen wir dann den Flammenwerfer. So, hier haben wir einen Felsbrocken, der kommt jetzt ins Rollen. Das heißt, zurücklaufen und schnell wieder Richtung Tür. Dann ist alles okay. Wenn wir jetzt hier nach oben laufen und das Item holen, kommt der Hunter von unten. Schroflintenmunition nehmen wir natürlich gerne mit. Doch nicht. Ja, okay, doch nicht. Das ist auf dem höheren Schwierigkeitsgrad. Alles klar, auf jeden Fall. Ist doch normalerweise Hunter. Ah, jetzt haben wir Black Tiger Fight. Ja, da wären die Brandbomben nett gewesen. Die müssen wir jetzt besiegen für die Trophäe. Das ist die Riesenvogelspinne. Ich bin vergiftet. Ja, ich habe die falsche Munition dabei. Ich habe die falsche Munition dabei, Leute. So, ist aber halb so schlimm. Wir haben sie besiegt. Jetzt laufe ich heute einfach noch mal kurz zurück. Ich habe es jetzt da nicht dran gedacht. Da sind die Brandgranaten sehr gut. Oder natürlich alternativ die Magnum, die geht immer. Aber die heben wir uns ja auf. Na gut. Ist jetzt nicht so wild. Zumindest nicht auf dem Schwierigkeitsgrad. Wo haben wir das Zeugs? Warte mal, stapeln wir erst einmal hier die Munition. Hier, das reicht. Passt. So, Black Tiger ist down, die große. Dadurch, dass wir den Raum verlassen haben, verfolgen uns jetzt auch die Babyspinnen nicht mehr. Müsste normalerweise. So, und die andere Spinne ist auch nicht mehr da. Also das ist nochmal hier Raum verlassen. Dann hat man seine Ruhe. Wichtig ist, dass man das mitnimmt. Das zweite Messer. Damit der Raum grün wird, müssen wir jetzt ausrüsten. Alternativ gehen auch die Brandgranaten. Aber wir müssen hier das Spinnennetz entfernen. So. Na, okay. War jetzt nicht so gut. Aber wurscht. Ah, da wäre blaues Zeug gewesen. Ja, okay. Karte mitnehmen, natürlich. Ja, natürlich wieder voll. Ist klar. Das heißt, ich muss jetzt so oder so nochmal zurücklaufen. Weil das Kampfmesser brauche ich auch nicht mehr. Ja. Bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Naja, zum Glück ist es ja nicht weit. Entschuldigung.
So, es müsste jetzt eigentlich wieder passen. Ups, falsch abgebogen hier. Ne, jetzt bin ich falsch abgebogen. Oh. Stimmt schon, da geht's lang. So, da haben wir auch alles mitgenommen. Genau. Der rote Rahmen ist klar, da ist der Zylinder. Ja, genau, da haben wir jetzt dann nochmal einen Felsen. Umdrehen und dann nach rechts, genau. Okay. Müssen wir ein paar Mal drehen. Genau, da liegt sonst nichts. Ganz hinten, glaube ich, ist nur Heilspray. Dreimal müssen wir das drehen. Dann setzt sich der Felsen in Bewegung. Entweder wir laufen schnell nach vorne oder nach hinten wieder. Das können wir uns aussuchen. Nach hinten ist ein bisschen sicherer. Man kann auch sehr schnell nach vorne sprinten und dann hier gleich rechts rein, links reinlaufen. Das geht auch. So, mal öffnen. Einfach auf den Deckel klicken. Genau. Erste Hilfe Spray. Ah, genau. Der Raum ist ein bisschen anders als im Original. Braucht man zuerst hier diesen, ja, Felsen an der Wand, dass man das rausdrücken kann. Man kann es jetzt einfach wegschieben oder einfach wieder rein kurbeln, das ist jetzt jedem selbst überlassen. Aber wir müssen das Ding jetzt mit Hilfe dieses Kreises am Boden drehen. Ja, das ist hier ein bisschen fummelig. So. Na komm. Ah, das ist. Na. So, jetzt nochmal runter. Und noch. Nein. Und nochmal auf die Plattform. Ein zweites Mal drehen. Ich sag, das ist ein bisschen fummelig, aber na, es geht schon. Reicht's vom Abstand her? Nein, noch nicht. Bisschen noch. Ah, jetzt könnte es gehen. Jo, passt. So, jetzt haben wir das zweite Zylinderteil. Wo ist die Tür? Bin ich schon blöd. Da ist die Tür. Ich
Ich glaube, jetzt kommen wir aber dann gleich wieder Hand, wenn mich nicht alles täuscht. So, nochmal prüfen. Alles grün. Passt zumindest da unten in dem Abschnitt. Das heißt, wir haben alles eingesammelt, brauchen uns keinen Kopf mehr machen. So, ich gönne mir jetzt nochmal eine Speicherung. Die Kurbel brauchen wir nimmer. Falsch, besser. Passt. So, wann kommt das nochmal runter? Ah, vom Rückweg, genau. Da haben wir vorerst noch ein paar Dinge zu erledigen. So, und jetzt müssen wir hier den Zylinder einsetzen. Ihr könnt den auch drehen, damit ihr seht, welche Code-Reihenfolge ihr braucht, ne? Das machen wir jetzt einfach mal. Das ist optional, man muss nicht drehen. Na? Das dient nur zur Orientierung. So. 4, 2, 3, 1. Ne? Aber man kann es auch anhand der oberen Hälften gut ablesen, was man machen muss. 4, 2, 3, 1 ist der Code. Hier, 2, 3, 1. Strom ist wieder hergestellt, jetzt geht der Aufzug. Passt. Jill. So, Perry. Thank God you're safe. You too, Jill. So, Barry ist noch da. Noch. Da hinten war nichts, ne? Schauen wir hier nochmal, ob da noch was liegt da. Genau. Haben wir noch eine Box. Ich denke, da können wir aber alles so lassen, wie es ist, beziehungsweise. Boah, bunkern wir mal das Ding. Müsste schon funktionieren. Ah, okay, da bin ich zu früh. Da bin ich zu früh, da muss ich später hin. Müllschlucker brauchen wir dann, um eine Kiste zu zerstören. Sonst ist hier an Items. Doch, es ist noch was an Items.
Aber wo ist Item? Okay. Vielleicht ist es eh das mit dem Müllschlucker dann im Anschluss, weil hier sehe ich jetzt nichts, was da noch rumliegen würde. Nee. Aber wir kommen da eh nochmal vorbei dran. Also halb so wild. So, jetzt müssen wir, glaube ich, Lisa Trevor ausweichen, weil besiegen können wir die sowieso nicht. Genau. Hier, glaube ich, geht's auf Zeit. Würde es auf Zeit gehen, aber wir haben noch das passende Item nicht genau. Lisa. Ja. Ich bin hier falsch abgebogen. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Da verlaufe ich mich aber auch nach wie vor ständig. Ich raff das einfach nicht, ne? Da geht's lang. Ah, bin falsch abgebogen. Da ist noch ein kleiner Weg. Okay. Passt schon. Genau, hier sind wir richtig. Da geht's auf die Kisten hoch, da liegt nämlich noch was rum. Ja, das ist nicht gerade wenig. Ja, haben wir eine mitbekommen von Lisa und schon ist auf gelb die Gesundheit. Und nimm die Munition, Mädel. So, genau, das ist der Abschnitt, genau, das ist die Kiste. Jetzt müssen wir dann zurück zu Barry. Selber mitfahren können wir leider, ne? Das wäre zu einfach. So, es reicht. Passt. Man kann mit der schweren Munition, also wie Granaten oder noch besser Magnum, Lisa Traber kurzzeitig stunlocken, dass man besser vorbeilaufen kann, bringt aber gar nichts, weil die ist sowieso unsterblich. Hallo, Chef. Hallo, Lisa. Aber der kann man relativ gut ausweichen. So. Ja, Barry, kleiner Penner, ja. Da gibt's aber noch irgendwo was. Es müsste, soweit ich weiß, der kaputte Flammenwerfer sein. Einzelne Kräuter habe ich bestimmt auch noch ein paar, oder? Ja, da oben, ne? Ja. Da passt. Was? Magnum-Munition, die brauchen wir aktuell auch nicht. Ist natürlich wieder oben. Mei.
So, hier haben wir jetzt die Kiste und die müssen wir jetzt in den Müllschlucker reinschieben. Ich muss mal kurz auf die Uhr schauen, damit ich nicht zu spät zur Arbeit komme. 5:30, ne, passt schon. Der Flammenwerfer ist leider kaputt, also den können wir für unsere eigenen Zwecke nicht benutzen. Jetzt müssen wir zurück zu Lisa in den Korridor, den Hebel ziehen und dann rechtzeitig den Flammenwerfer einsetzen. Ich sag an sich nicht besonders schwer. Es ist halt viel rumgerenne. Aber das sind halt die klassischen Races, nicht wahr? Ja. Zieh mal Lisa bis sie zu uns. Sag, viel Zeit haben wir nicht. Aber es reicht. So, der Weg ist frei. Da, das ist Lisas, ja, mehr oder weniger Behausung. Puppensammlung. Ist schon sehr, sehr creepy hier. Jeden Fall gibt es hier nur ein Item. Ich weiß jetzt aber nicht, ist es in dem Abschnitt? Ich dachte eigentlich, hier gäbe es nur irgendwo ein Foto. Puppen und Kerzen. Nicht, da ich das übersehe. Ich glaube nicht. So, laufen, weil hier sind die Schlangen. Ah, hier ist das nächste Abschnitt, genau. Da haben wir die Schatulle oder Schmuckkasten. Einfach auf den Deckel. Steinring. So. Ah, und da ist das Foto, genau. Ja, das hängt miteinander zusammen, weil wir die Map noch nicht haben, genau. Mutter und Tochter scheinen sich gut zu verstehen. Genau, da haben wir noch einen Dolch, den nehmen wir selbstverständlich mit. Ja, das hängt noch miteinander zusammen, also da muss ein Item sein. Genau, hier sind noch Kräuter. Verwitterte alte Fässer, sonst nichts. Ja, ist grün, läuft. Aber bei der Inventarbox ist nur rot. Freunde, da muss ich nochmal zurücklaufen. Es hilft nichts, ich habe da was übersehen. Tut mir leid.
Da habe ich ein Item übersehen. Ich muss wohl oder übel nochmal zurücklaufen. Sorry. Ich will jetzt die Trophäe definitiv nicht vermasseln. Die 5 Minuten oder was es dauert, sei mir bitte vergönnt. Aber das kann ich so nicht akzeptieren. Das ist unmöglich. Hallo, Lisa. Armes Geschöpf. Die hat auch was mitgemacht. So, das müsste hier sein. Ja, hier ist irgendwo noch ein Item, Freunde. Das muss ich suchen. Wo ist es? Es gibt keinen Weg zurück. Ja, Barry, warum? Ja, ich weiß warum. Weil er erpresst wird, der Arme. So, wo haben wir hier das Item? Nee. Ah, hier! Am Boden liegt der Magazin. Komplett übersehen. Hi, hi. Gut. Haben wir erledigt. Zweimal dran vorbeigelaufen. Super. Okay. Ich glaube, bis zum Labor kommen wir noch in dem Part. Dann sind wir eh schon im finalen Abschnitt für den ersten Run. Ist auch so geil designt. Wo wir hier rauskommen, das ist einfach nur fantastisch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist einfach nur super. Wir sind wieder in Lisas Hütte im Wald. Es ist einfach nur so gut. Einfach nur so unglaublich gut. Mega. So, was wir brauchen. Lassen Sie mich kurz überlegen. Wir brauchen das Metallobjekt. Und wir brauchen beide Medaillen. Ja, genau. Die brauchen wir auch. Die beiden fehlenden Modisketten, die kriegen wir im Labor erst. So, das müssen wir kombinieren. Ich könnte jetzt hier nochmal speichern, aber hier passiert eigentlich nichts. Also, nee. Mehr auf die Map, aber hier müsste eigentlich alles erledigt sein, ja. Brauche ich mal keinen Kopf machen. Das ist kurzer Zombie, den können wir schön ausweichen. Ja. Ausweichen.
Jetzt kann man sich dann entscheiden, laufen wir unten lang durch den Flur oder oben lang. Das ist jetzt jedem selber überlassen. Ich laufe oben lang, weil ich glaube, da sind die Gegner weg. Ja, genau, das ist rot. Das ist aber normal, weil wir müssen jetzt das zweite Stein- und Metallobjekt mitnehmen. Sonst kommen wir nicht ins Labor. Das da müssen wir mitnehmen. So, und jetzt ist die Tür verschlossen, aber es ist hier grün. Es ist alles grün. Es ist alles grün. Gucken wir nochmal Innenhof, da waren wir gerade. Nein, Innenhof passt nicht. Innenhof, erstes Untergeschoss. Leute, das missfällt mir. Ja, Leute, es hilft nichts, tut mir wahnsinnig leid. Ich muss da nochmal runter. Innenhof, erstes Untergeschoss. Warum ist es hier noch rot? Rot. Das gefällt mir überhaupt nichtigst. War das da draußen? Ja. Ich muss nochmal runterfahren. Freunde, sorry. Kein Bock, die Trophy zu verkacken. Gegner müssten eigentlich weg sein. Da waren zwei Hunde. Erstes UG, wo zum Geier ist es? Ja, ich weiß, wo es ist. Da drinne. Ah, ja, ich weiß es. Da haben wir ja noch das mit der rollende Felsen. Es müsste da drin sein. Ja, genau. Ja. Irgendwas läuft da noch gehörig falsch. Das hier. Ja, das ist da drin bei die Aufzug. Da liegt noch Zeug, Freunde. Da liegt Zeug. Irgendwas liegt hier noch. Aber das kann ja nicht der Zylinder sein. Den habe ich eingesetzt. Da hier müsste noch irgendwas rumliegen. Das ist der Raum, nicht wahr? Genau. Ich da was übersehen, was hier noch rumliegt? Was ist denn das für ein Sheet? Die Stromversorgung funktioniert wieder. Also den Zylinder kann man nicht rausmachen. Entweder, ey, bin ich komplett blind oder was? Hier bei der Tür vielleicht. Ah, da liegt. Mei! Da liegt der Munitionsclip. Ah, gut, dass ich nochmal auf die Map geschaut habe. Ja. Ja, sorry, Freunde. Aber wenn ich schon dabei bin, alles auf grün zu bringen, dann nehme ich mir natürlich auch die Zeit. Das mit dem rollenden Felsen, das geht anscheinend entweder nur auf dem höheren Schwierigkeitsgrad oder in der Chris-Kampagne. Der kommt aber auf jeden Fall, glaube ich, einmal runter. Unter anderen Voraussetzungen. So, ja, okay, das hätten wir.
wieder an der Wand hängen, komm schon. So. Gut. Jetzt können wir Richtung Labor. Da ist kein Gegner mehr. Also ich gehe nicht unten lang. Wäre eine Option, aber ich gehe den etwas längeren Weg, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich hier alles gekillt habe. Naja, da ist noch ein Crimson. Der ist aber eigentlich wurscht. Ja. Er ist nicht aufgestanden. Passt. So, jetzt müssen wir da runter und die zwei Stein- und Metallobjekte einsetzen. So. Stehe ich schon wieder falsch. Jetzt. Lisa. Ja, nichts Gutes. Jo. Ja, Leute. Der ins Labor kommen wir jetzt leider nicht mehr. Ich muss jetzt in die Arbeit. Es hilft nichts. Ja, da ist die Schreibmaschine und die Kiste ist aber gleich da unten. Das ist nicht so tragisch. Ne, hilft nichts. Ich habe es leider nicht ganz geschafft. Aber ich muss jetzt leider los. Gehen wir hier nochmal zum Speichern. Ja, der nächste Abschnitt dauert nur ein paar Minuten und dann geht's ins Labor. Aber da habe ich jetzt leider keine Zeit mehr, Freunde. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich, dass ihr da wart. Wünsche euch weiterhin viel Spaß mit Resident Evil und hoffentlich bis nächstes Mal. Habe die Ehre, Leute. Ciao, Servus.